Ja, hallo liebe Malawi-Freunde. Ich möchte heute nochmal das Thema Licht ansprechen, LED-Beleuchtung speziell auf die AquaSky 2.0 bezogen, die ich ja hier über mein Becken verwende. Welche Möglichkeiten, Einstellmöglichkeiten wir haben und wie sich das Licht darstellt. Es geht diesmal um die Pro-Einstellung in der App, die auch in naher Zukunft von FluWile noch verbessert werden. Das heißt, aktuell haben wir in der Pro-Einstellung 10 Zeiten, die wir einstellen können über Tag. Und die Wettersimulation und die Änderungen beziehen sich einmal auf die Einstellzeiten. Da werden in Zukunft dann in naher Zukunft 20 Einstellzeiten zur Verfügung stehen, was das Ganze natürlich ein bisschen variabler macht, um den Tagesverlauf zu simulieren. So, und der zweite Knackpunkt ist der aktuelle Fehler noch im Moment. Die Wettersimulationen sind wirklich toll gemacht. Es sind vier Wolkenflugsimulationen dabei, die zum Beispiel man sehr schön im Malawi-Becken nutzen kann. Aber die haben ihre eigene Helligkeitseinstellung und Farbeinstellung. Das bedeutet, dass wenn wir mit etwas geringeren Farbeinstellungen arbeiten und wir wechseln in den Wolkenmodus, dann haben wir das Problem, dass es schlagartig wirklich sehr krass hell wird, ne? Durch die Umschaltung. Wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, von um 10 bis um 15 Uhr sowas Wolkenflugsimulation machen. Daher bin ich dazu übergegangen und habe mir also erstmal zunächst einmal in der Pro-Version mehrere Tagesabläufe zusammengestellt, die ich gespeichert habe, die ich jederzeit exportieren kann auf alle Becken. So habe ich zum Beispiel Tag 1, Tag 2, Tag 3, wo dann wirklich verschiedene Zeitabläufe über Tag, wo es mal heller ist, mal dunkler ist, frühere Abendstunden und so weiter, ne? Eingegeben, die ich dann, wo ich dann halt wechseln kann. So, und habe das dann auch so gemacht, dass ich mir zwei Einstellungen gemacht habe, wo ich dann mit den Wolkenflugsimulationen arbeiten kann. Um das sinnvoll zu nutzen, damit das nicht wirklich zu krass hell wird in der Wolkenflugsimulation, solange diese Änderung der App nicht stattgefunden hat, habe ich das so gemacht, dass ich die Lampen, so wie hier jetzt zu sehen, abgeklebt habe mit Dekofolie in diesen Bereichen und dadurch das Licht dann in dieser vollen Power wirklich auch nicht zu hell ist und nicht zu dunkel. Also es passt wunderbar. Man sieht das ja hier an den Lichtverhältnissen im Becken. Die Fische kommen super zur Geltung. Es ist kein verfälschtes Licht. Diese Wolkenflugsimulationen arbeiten im Color Boost Modus. Das heißt, wirklich alle Spektralfarben werden wirklich angehoben. Und ja, ich sag mal, die Tiere danken einem das wirklich, also wirklich mit voller Farbenpracht und Vitalität. Sehr, sehr, sehr schön. Es sind also wirklich, es ist kein Stress im Becken oder so. Ne, im Gegenteil, die Tiere kommen wirklich super klar, sind absolut aktiv. Ne, man, im Gegenteil, man hat eine erhöhte Balzbereitschaft. Und was auch stark auffällt, ist, die Tiere kommen sehr, sehr, sehr aus dem Felsenbereich rauf nach oben. Die oberen Wasserschichten. Wenn zum Abend das Licht runterfährt, dunkler wird, wenn ich aus dem Wolkenmodus rausgehe, momentan ist es so, dass ich von 10 Uhr bis 21:30 Uhr diesen Wolkenmodus habe, von 8:30 Uhr bis 10 Uhr das Becken rauffahre, ungefähr bis auf 60% Helligkeit, Weißlicht, damit der Übergang nicht zu krass ist und zum Abend 21:30 Uhr dann genau das gleiche und dann geht es ins Runterfahren nachher und da sieht man dann, stellt man ganz schnell fest, dass die Tiere danach dann wirklich in den unteren Felsenbereichen gehen. So, und das habe ich bei allen Becken das gleiche Bild, es ist überall das gleiche, auch wenn ich den Wolkenflug jetzt auslasse und ich lasse es nur in der Tagessimulation, in den Bereichen in der Tagessimulation, wo es dunkler ist im Becken, sind die Tiere wirklich inaktiver, ruhiger und halten sich mehr im Felsbereich auf. Und kommt das Licht wirklich hoch, ja, dann kommen sie richtig aus den Felsen raus und so wie hier nutzen die offenen Schwimmbereiche,
und toben sich da nach allen Regeln der Kunst aus. Ne? Das gleiche kann man hier drüben im Jungfischbecken beobachten. Und das gleiche kann man auch hier in dem Becken beobachten. Da ist genau das gleiche. Also sobald hier das Licht runterfährt, dann sind die Jungs alle in den Felsen. Ansonsten kommen die hoch und sind wirklich oben unterwegs. Also wie gesagt, also da bin ich ganz weit weg auch von diesen Aussagen, so von wegen, dass Malawi-Buntbarsche nicht zu hell gehalten werden sollen, bla bla bla. Wichtiger Punkt ist, wenn wir die Tiere bekommen, dass wir die dann gemeinschaftlich, genau das gleiche fällt sich auch bei der Strömung, langsam dran gewöhnen. Also nicht schlagartig so, komm, ich mache jetzt hier 60% Licht rein. Wenn die Tiere sich nur 20% Licht gewöhnt sind, dann löst das Stress aus. Also langsam Stück für Stück innerhalb von 2-3 Wochen hochfahren, bis die gewünschte Lichtstärke vorhanden ist, und dann gewöhnen sich die Tiere auch dran. Ne? Und dann bekommt man auch das Bild, so wie es hier ist, dass die Tiere wirklich farblich wirklich richtig schön zur Geltung kommen, ein tolles Verhalten an Tag legen. Und es ist egal, ob jetzt nun die kleinen jungen Masinien hier, die dazugekommen sind, oder die anderen kleinen Zwerge, die hier rumschwimmen, oder der Hauptbestand selber. Der Riesenvorteil dabei ist, es entsteht sogar weniger Stress, weil wenn jetzt zum Beispiel die Tiere in unteren Felsbereichen hier Reviere haben, ja, und die ganzen Tiere sich alle mehr im unteren Bereich aufhalten, entsteht sogar mehr Stress. Wenn wir da zum Beispiel den Hongi nehmen, ja, der hat da sein Revier, so, und wenn die ganzen Tiere alle mehr in diesen unteren Bereich rumeiern, ne, dann gibt es Fell voll, ne? Dann kommen sie sich ins Gehege. Dadurch, dass sie die oberen Bereiche schön frei nutzen können, lösen sich diese Revierbereiche unten auf. Das heißt, sie kommen sich nicht mehr so ins Gehege und es kommt ein bisschen mehr Ruhe rein. Ja, wie gesagt, die Tiere sind wirklich sehr aktiv, haben sich schnell an dieses Licht gewöhnt, reagieren absolut gar nicht gestresst drauf, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, das bezieht sich jetzt auf die Aquasky 2.0. Ich kann im Vergleich nochmal dazu nehmen, hier das Non-Nambuna Becken, da ist eine Raptor drauf mit Controller. Wobei ich auch sagen muss, ich sag mal, für das, was die Lampe kostet, plus Controller, da kann ich mir schon zwei Fluval kaufen, wo ich 10-mal mehr von habe. Habe hier auch wesentlich weniger Einstellmöglichkeiten, natürlich keine Wolkenflugsimulation, Wettersimulation oder solche Sachen, keine Tagesablaufsimulation, sondern wirklich nur ja, Licht an, aus. Ne? Kann ein bisschen den Sonnenaufgang steuern, Sonnenuntergang steuern. Und habe aber keine Tageslaufsimulation. Ne? Das ist leider so, dass das schade, was schade ist. Ne? Und es ist hier bei dem, bei der Lampe, ich habe ungefähr die, das sind ungefähr die gleichen RGB-Einstellungen wie bei der Fluval, und man sieht, hier ist ein ganz anderes Licht drin. Ne? So, und aber auch hier ist das Becken relativ hell, und man sieht hier an den Non-Ambunas, ein paar Ambunas sind auch drin, zur Stressunterdrückung, auch die Bumblebees und sowas. Man sieht hier richtig schön, dass die Tiere hier wirklich also nicht gestresst sind. Weder die Delfine noch die Bumblebees oder die Anonokoras. Also kein Anzeichen von Stress, weil es zu hell. Ganz im Gegenteil. Ich auch hier habe ich mehr Stress, wenn das Licht runterfährt, weil auch hier ist ganz stark zu beobachten, dass die Tiere sich wirklich mehr in den Steinbereich zurückziehen, in untere Wasserschichten. Und dann entsteht ja halt der Stress, weil die sich halt nicht so aus dem Weg gehen. Na, das ist, wie gesagt, also das ist so die Erfahrung, die ich jetzt so in meinem Becken habe. So, man sieht es ja auch nochmal ganz klar, den Vergleich jetzt zu dem Becken. Reinzoomen.
Also man sieht das ja definitiv, obwohl das Becken jetzt wirklich relativ hell ist, gut durchleuchtet ist. Allein schon auch der Wolkenflug, der da drin ist, dieses heller werden, dunkel werden, ne? Bringt bei den Tieren wirklich extreme Ruhe rein eigentlich. Man sieht sehr schön, wie sie wirklich die oberen Wasserschichten benutzen. Wie gesagt, da sehen wir zum Beispiel den Mr. Hongi. Ne? Und dadurch, dass sie wirklich nicht nur unten in den Steinen sich rumdrucksen und sich gegenseitig auf den Senkel gehen, ist es tatsächlich so, dass die wesentlich mehr Ruhe haben, sich besser ausbreiten können und sich also wirklich auch wesentlich vitaler verhalten. Ne? Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die Lampe, so wie ich das da habe, in dem Bereich so abklebt. Das ist jetzt die 990 Millimeter, also diese, kann sagen, Meter Lampe vom Fluval. So kann ich es euch nur empfehlen. Ja, wenn da noch jemand Fragen zu hat, ich will mir gleich mal gucken, ob ich die Einstellung von den Pro-Versionen als Bild noch gleich mit zusetzen kann ins Video, dann bringe ich die mit rein, bin ich die damit ein. Ansonsten lasse ich mir irgendwas anderes einfallen, weil ich jetzt nicht teure Schnittprogramme habe oder so. Ne? Da schaue ich da mal. Ne? Ja, wenn Fragen dazu, fragt in den Kommentaren bitte. Ich versuche zu antworten, sobald ich das mitbekomme. Und ich hoffe, dass es so, was das Licht angeht, speziell so die Fluval-LEDs und auch die Helligkeit im Becken, dass man es hier so ein bisschen sieht an dem Ganzen, wie schön das funktionieren kann und dass es dem einen oder anderen dann auch hilft. Also, bis zum nächsten Mal.